ist der 1.7., du hast keinen Verein, musst dich aber schon vorher arbeitslos melden. Dann gehst du hin, ganz normal, Arbeitsamt Gütersloh, ich bin ja hier gemeldet, gehst vorne an den Empfang, dann musst du Platz nehmen, neben allen anderen Bürgern und ist natürlich nicht einfach, so, weil du realisierst schon so, scheiße, bist echt gerade arbeitslos. Statt Training mit der Mannschaft, Einzelübungen auf dem Sportplatz. Statt Fußballspiele, Termine auf dem Arbeitsamt. Für Maximilian Oesterhellweg die Realität im Dezember 2019. Er ist ein Fußballer auf Vereinssuche. Seine Karriere nimmt erst spät Fahrt auf. Nach Stationen beim heimischen SC Wiedenbrück und der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt erhält er 2014 die Chance beim VfR Aalen in der zweiten Bundesliga, setzt sich dort aber nicht durch. Sportlich Fuß fasst er erst 3 Jahre später, mit 27 beim Drittligisten Sportfreunde Lotte, ist dort Leistungsträger und einer der torgefährlichsten Spieler der Liga. Den Abstieg 2019 kann aber auch er nicht verhindern. Einen neuen Verein findet Oesterhellweg daraufhin nicht. Er ist arbeitslos. Fußball ist nach wie vor mein Leben. Also es war sicherlich am Anfang gar nicht so einfach, weil du ja normalerweise in den Urlaub gehst, kommst aus dem Urlaub wieder und dann geht schon irgendwo eine Vorbereitung los. Das war halt nicht der Fall und dann war es natürlich extrem schwer. So. Habe ich auch erstmal ein bisschen Abstand gebraucht für mich persönlich. Und musste auch erstmal schlucken, sage ich mal. Ne? Weil eine Woche nach der anderen so verging und es kam nicht wirklich so zu einem Abschluss. Ich hatte schon einige gute Gespräche auch mit Vereinen, aber irgendwie hat immer irgendwas nicht gepasst. Lehrer. Lehrer war ja schon immer primär, klar, wollte ich Fußballprofi werden. Aber wenn du mich gefragt hast, was möchtest du außer Fußballprofi machen? Ja, ich wollte schon immer Lehrer werden. Felix Schiller lernt das Fußballspielen auf den Bolzplätzen des Berliner Stadtteils Rudow. Mit 15 wechselt er in die Nachwuchsabteilung von Werder Bremen und gewinnt dort die deutsche U19-Meisterschaft. Den Sprung in das Bundesliga-Team der Bremer schafft er jedoch nicht. Sportliche Erfolge feiert er daraufhin beim 1. FC Magdeburg. In 6 Jahren steigt er mit dem Verein von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga auf. Zunehmend plagen ihn jedoch Verletzungen. 2018 spielt er noch eine halbe Saison für den VfL Osnabrück. Dann ist Schluss mit 29 Jahren. Schiller ist jedoch vorbereitet. Er studiert parallel zum Fußball. Auch ein Viertel aufgeteilt, ne? Ja? Und wir hatten nur gegeben, 1, 2, 3. Dieser Teil, den ich jetzt rot mache, der ist ja nicht da. Den haben wir uns jetzt gerade dazu gedacht. Ich bin im Jahr 2012 mit Oberhausen aus der 3. Liga abgestiegen. Riesenenttäuschung gewesen sportlich. Und hatte dann 3 Monate nach diesem Abstieg keinen Verein. War damals 23 und wusste dann eigentlich, egal, was jetzt kommt, egal, wo du hinwechselst, das war jetzt im damaligen Zeitpunkt unklar. Felix, jetzt ist der Zeitpunkt, du fängst jetzt an, was nebenbei zu machen. Weil man sieht, wie schnell das gehen kann. Ja, ich habe in der Saison mit Oberhausen, glaube ich, von 38 Spielen 35 gemacht.
und trotzdem keinen Verein gefunden. Und auf einmal stehst du da. Und dann habe ich mich entschieden, ich fange an zu studieren. Wenn du das jetzt rechnen müsstest. 24 geteilt durch 4 ist? Die anderen können auch mitdenken. 24 durch 4, du bist hier nicht auf dem heißen Stuhl. Da bin ich dann nach Magdeburg gewechselt und wusste eigentlich, ja perfekt, du kannst dir dein Studium, was erstmal primär war, mit dem Fußball finanzieren. Ich hatte eine Wohnung vom Verein und wusste, du kannst jetzt hier in Ruhe dein Studium durchziehen. Durch den Fußball kommt immer ein bisschen Geld rein. Das war der erste Gedanke eigentlich, als ich nach Magdeburg gewechselt bin. Und dann ging es halt sportlich nochmal dermaßen bergauf. Ja, nochmal eine sehr, sehr schöne Zeit in diesem Profileben erlebt in Magdeburg. Dort studiert er Sport und Psychologie. Später macht Schiller den Master in Sportwissenschaften. Genau. Die Hälfte als Bruch. Die Uni hatte halt dieses typische Fußballerbild, kommt hier wieder irgendein Fußballer und will irgendwas hinterhergeschmissen bekommen. Also da hatte ich gerade im ersten Semester, in den ersten zwei Semestern richtig Probleme. Es gab Anwesenheitspflicht dort in der Uni, in Vorlesungen und auch in den Seminaren. Und bei dreimal Fehlen warst du raus. Also Gespräche gab, mich klein gemacht da im Büro ohne Ende bei Dozenten und gesagt, ja, ist mir völlig egal, ne? Dann hat es irgendwann, die Uni hat es irgendwann verstanden, hat gemerkt, okay, der tut wirklich was, der will das hier wirklich. Und vom Verein aus, ist es ein Dorn für sie im Auge gewesen? Nein, aber für sie war klar, Junge, du hast hier Vertrag und du hast mit dem Kopf, hier zu sein. Was du in deiner Freizeit machst, für sie Freizeit, ist uns vollkommen egal. Aber du hast hier Leistung zu bringen. Ja, Julian, jawohl, Julian. Stopp. Geh noch Kopf hoch. Ne? Wenn du spielen willst, nimm erst den Kopf hoch und dann siehst du, dass Julian zu dir kommt. Und dann siehst du ihn und kannst ihn direkt anspielen. Okay? DFB-Pokalsieger, deutscher Meister. Titel, von denen jeder Fußballer in Deutschland träumt. Hans-Jürgen Gundelach hat sie gewonnen. Seine Karriere beginnt Gundelach einst in der Jugend bei Eintracht Frankfurt und schafft dort den Sprung in die Bundesligamannschaft. Als Stammtorhüter kann er sich aber nicht durchsetzen. Auch beim Pokalsieg 1988 sitzt er auf der Bank. 1992 zieht es Gundelach zu Werder Bremen und er gewinnt unter Trainer Otto Rehhagel die Meisterschaft und ein zweites Mal den Pokal, allerdings erneut in der Rolle des Ersatztorhüters. 1997 erhält Gundelach nach 130 Bundesligaspielen keinen neuen Vertrag und muss seine Karriere beenden. Du interessierst dich natürlich auch nur für den Fußball. Also mir ging das jedenfalls so. Ich mache einen Job und für den Job interessiere ich mich. Und dann nimmst du um dich herum so gar nichts mehr großartig wahr. Du hast auch gar nicht mehr das Bedürfnis, jetzt irgendwie dich weiter zu bilden. Und weil du einfach ja, mit dem zufrieden bist und auch dich nur mit dem beschäftigst, was du gerade hast. Ruhe, Ruhe am Ball jetzt, Ruhe reinbringen. Ruhe reinbringen, Tobi absetzen. Weiterspielen. Jawohl, geiler Ball, guter Karim. Gerade dann, wenn du deinen Vertrag in dem Verein nicht mehr verlängert bekommst, dass man also auf dich zukommt und sagt, pass mal auf, Hansi, wir hatten hier fünf, sechs schöne Jahre mit dir, und, aber jetzt ist die Leistung nicht mehr so gegeben, wie sie sein sollte, sein muss, und wir lösen jetzt deinen Vertrag auf, beziehungsweise du kriegst deinen Vertrag nicht mehr verlängert. Und dann versuchst du noch, vielleicht irgendwo anders nochmal einen Vertrag zu unterschreiben, aber du bist an und für sich schon mit 35 oder in dem Alter, ja, ich war 35 in dem Alter, bist du schon mit den, auch mit den Verletzungen, bist du raus, du bist arbeitslos. Du kannst also in diesem Beruf Fußballer keinen Fuß mehr fassen. Hoffentlich schneller. Was? Der Fußball, der dein Leben bestimmt hat, war plötzlich nicht mehr da. Und du hattest deine Kollegen auch nicht mehr um dich herum. Das ganze Umfeld, die ganze Vereinsführung, die ganzen Betreuer und Trainer und die Leute auf der Geschäftsstelle waren plötzlich alle weg. Die du alle lieb gewonnen hattest über die Jahre, die sind dann weg. Und dann fällst du schon in so ein Loch. War das Pass, Schäfe? Dann machen wir mal. Fußspitze, Tobi. Fußspitze nach oben, schön von hinten durchschwingen, okay?
Also bis ich es gemerkt habe, dass es mir sehr, sehr schwer fällt und dass ich eine externe Hilfe brauche, das war ungefähr ein Vierteljahr. Und dann war ich auch ungefähr die gleiche Zeit in Behandlung, also bei einer Psychologin. Und man kann also davon reden, dass es so ein gutes Jahr dauert, bis du mit dem Thema Fußball, mit dem Thema Droge, Fußball abgeschlossen hast. Heute gibt er seine Erfahrungen an Nachwuchsspieler weiter und trainiert die U17 vom FC Hude bei Bremen. Viele Hände, schnelles Ende, komm, da sind Hütchen noch. Die Lebensplanung nach der Fußballkarriere beschäftigt auch die Vereinigung der Vertragsfußballer. Die Gewerkschaft für Profifußballer zählt etwa 1400 Mitglieder und bietet Beratungen zu dem Thema an. Gerade junge Spieler würden häufig die Gefahren des Fußballs übersehen. Sehr junge Spieler sagen natürlich, dass sie erstmal auf die Karte Fußball setzen möchten und noch nicht den Glauben verloren haben, dort wirklich auch vollends anzukommen und für eine längere Zeit gutes Geld zu verdienen. Im Grunde genommen bietet der Fußball für diese Leute an sich eine gewisse Gefahr, weil der Fußball so ein bisschen ablenkt auf die Gefahren des späteren Lebens. Und wenn man dann nur sagt, ich möchte weiterhin gerne Fußball spielen, was jeder, der so wie ich auch von frühester Kindheit das gemacht hat, der möchte man nicht vom Fußball lassen, lässt auch nicht davon los. Aber man sollte wirklich niemals den Blick eben halt auch für andere Geschichten sehen und sich dann doch ernsthafter mit der Thematik nach Fußballkarriere dann ein bisschen mehr zu beschäftigen. Maximilian Oesterhellweg möchte sich noch nicht mit seinem Karriereende beschäftigen, obwohl er derzeit keinen Verein hat. Er hofft auf eine Rückkehr in den Fußball zur Winterpause. Zuversichtlich bin ich schon. Also ich habe bei der einen Sache schon ein ganz gutes Gefühl, alleine weil das Interesse sehr, sehr hoch ist oder sehr, sehr groß. Und da merke ich schon, dass der Verein das unbedingt machen will, und das ist mir in meiner Situation extrem wichtig, dass ich auf Vertrauen zurückgreifen kann, weil es nicht einfach ist, wenn man ein halbes Jahr raus war, dann braucht man das einfach, und das ist für mich momentan einfach das Wichtigste, wo ich das Gefühl habe, wo ich wirklich sage, okay, das ist es. Der Weg zurück in den Fußball ist jedoch nicht einfach. Im Herbst absolvierte Oesterhellweg ein mehrwöchiges Probetraining beim TSV 1860 München. Einen Vertrag bekam er aber nicht. Für den Trainer war er mit 30 Jahren zu alt für die Mannschaft. Wäre ich ein anderer Mensch, hätte ich einen anderen Hintergrund, hätte ich nicht so hart gearbeitet, hätte ich nicht die Leute kennengelernt, die ich kennengelernt habe, hätte ich nicht die Bücher gelesen, hätte ich nicht meinen Glauben an Gott, dann würde ich das alles, glaube ich, ganz, ganz anders durchstehen. Na, also ich glaube, traurig zu sein, dass man am Wochenende Spiele guckt auf der Couch und nicht auf dem Platz zu stehen, natürlich tut das weh. Klar, denkst du dann auch in alle möglichen Richtungen. Na, was kannst du denn machen? So, worauf hättest du denn Bock? Schnupperst überall ein bisschen rein, du hörst mal hier rein, da rein. Aber So ganz so krass, dass ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt auf mit dem Fußball, so weit ist es nicht, weil ich bin noch nicht fertig. Das ist auch so ein Ritual von mir, dass ich vor jedem Essen bete. Geht einfach um Dankbarkeit. Ja, klar, die Kinder waren vorbereitet, die wussten, dass da ein Ex-Fußballer kommt, und für die ist das irgendwo ja was Besonderes, ne? Wo ich mich immer so ein bisschen eigentlich eher gegen wehre, weil ich mir denke, hey Leute, ich war ein Drittliga-Kicker, nicht mehr, nicht weniger, aber für die ist das natürlich, ja, irgendwo sehen die dann nochmal ein Vorbild in einem, ne? Und das ist ja ein schönes Gefühl. Seit Anfang 2019 absolviert Schiller als Quereinsteiger die Lehramtsausbildung an einer Grund- und Förderschule in Berlin. Ich glaube, dass ich aufgrund dieser Fußballkarriere viele, viele Menschen kennengelernt habe,
nach kurzer Zeit auch wieder teilweise verabschieden musste. Du hast ja ständig neue Charaktere, mit denen du auf engstem Raum klarkommen musst irgendwo. Deshalb glaube ich, ist das ein großer Vorteil auch in der Schule, dass du relativ schnell neue Kollegen, Schüler einschätzen kannst und einfach, ja, ich bin geübt im Umgang mit Menschen. Ein bisschen höher. So machst du. Das soll aber weich sein. Wirf her. Das ist nicht schlimm. Ich habe keine Vorurteile wahrgenommen, aber es kann oder es wird bestimmt so sein, dass auch im Lehrerzimmer sich ein, zwei Kollegen denken, ach, guck dir den tätowierten Fußballer an. Da kann er nicht viel hinterstecken, aber ja, selbst wenn das so ist, dann weiß ich für mich, dass ich auf meine Art sie irgendwann vom Gegenteil überzeugen werde. Und immer, nee, jetzt bin nur ich dran. Und immer auf andere schieben ist einfach. Dann versuch du doch, das daraus das Beste zu machen. Geht versuch nicht. Doch, deine Gruppe besser zu machen. Mach ich doch. Aber es geht ich nicht. Ich bin dran, oder? Nur ich. Schiller ist noch in der Lernphase. Eine erfahrene Lehrkraft begleitet ihn durch seinen Schulalltag. Im Frühjahr 2022 ist seine Ausbildung zum Lehrer abgeschlossen. Schule ist ja einmal unterrichten, aber auch noch ganz viel drumherum. Ja, an organisatorischen Aufgaben, verwaltungstechnischen Aufgaben. Und das ist so, da muss er selbstverständlich noch arbeiten dran und an der Didaktik, aber das kommt mit der Zeit. Am Mittwoch, dass wir alles Material, was wir hier haben, dort rüberkriegen. Gundelach Media Control, guten Tag. Auch Hans-Jürgen Gundelach hat den Sprung in einen neuen Beruf geschafft. Er führt einen kleinen Computerladen. Statt Fußballplatz bestimmt nun der Büroalltag sein Leben. Gerade zu Anfang eine große Umstellung. Das auch abgearbeitet hier. Also ich glaube, die größte Herausforderung war, den neuen Job erstmal anzunehmen. Du kommst aus einem Beruf, der dir alles gibt, was man sich so vorstellt, was Spaß macht. Du verbindest deinen Beruf mit deinem Hobby und es gibt nichts Schöneres. Es gibt auch nichts Schöneres, vor 50, 60, 70.000 Zuschauern zu spielen. Es gibt nichts Schöneres, durch die Stadien zu fahren. Und dann auf einmal bist du von heute auf morgen bist du raus und machst was ganz anderes. Du sitzt jetzt im Büro. Und das war so am Anfang für mich das Allerschwerste und auch Schlimmste. Ja, gefangen zu sein in irgendwelchen Räumen und nicht dem nachzugehen, was du am liebsten gemacht hast als kleines Kind schon. Und das war für mich sehr, sehr schwer. Und da hatte ich auch schwer mit zu kämpfen, ja. Ein Freund brachte Gundelach in die Computerbranche. Schritt für Schritt arbeitete er sich in die neue Materie ein und kann heute davon leben. Damals wollten alle Leute was von mir. Ja? Damals wollten sie Autogramme von dir. Damals wollten sie Gespräche mit dir führen. Damals wollten sie den unmittelbaren Kontakt, wenn man ein Foto gemacht wird oder so. Das ist heute so ein bisschen, hat sich ein bisschen gedreht. Klar wollen die Leute was von mir, aber ich will auch was von den Leuten. Denn ich will den Leuten ein Produkt verkaufen. Ich will den Leuten irgendwas anbieten, was sie mir abnehmen. Und dahingehend unterscheiden sich so die beiden Jobs so ein bisschen voneinander. Der Maximilian Österhelwig hat ja schon unterschrieben. Das war ja unser erster Transfer, den wir getätigt haben. Der uns auch gut tun wird, der uns auch frischen Schwung in der Offensive bringt. Und alles andere steht noch in den Sternen. Maximilian Österhelwig hat es geschafft. Nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit nimmt ihn im Februar 2020 der Chemnitzer FC unter Vertrag. Er ist zurück im Fußball. Ein halbes Jahr war extrem lang. Und umso glücklicher, umso mehr fällt mir gerade ein Stein vom Herzen, dass es endlich geklappt hat. Ich bin einfach wieder ein Teil davon. Letzte Woche war es emotional natürlich extrem, weil ich ja die letzten Wochen und Monate darauf hingearbeitet habe, einfach wieder meinen, in Anführungsstrichen, Alltag, meinen Job nachzugehen. Und dann sind einfach, so wie jetzt auch, Kleinigkeiten, einfach das Training mit der Mannschaft, vorm Training, die Gemeinsamkeiten in der Kabine, die Flachse, die Späße, die man macht.
all die ganzen Dinge nimmt man ein bisschen anders wahr. Man weiß es viel mehr zu schätzen und deswegen genieße ich jede Einheit, jedes Training und dann bin ich einfach am Ende des Tages froh, dass ich hier bin, dass ich in der dritten Liga bleibe und wieder Fußball spielen kann. Also Maxi hat einen Zustand gehabt, der normal ist für den Bereich, dass er jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Man sieht da schon, dass er ein bisschen mit dem Personal Trainer oder auch mit einer Mannschaft trainiert hat. Das ist, da hat er schon einen Vorsprung zu manch anderen Spielern. Trotzdem ist es so, dass er die hundertprozentige Spielfitness noch nicht hat und wir deshalb noch ein bisschen Geduld haben müssen. Nach der langen Auszeit bietet Chemnitz Österhellweg zunächst aber nur eine kurzfristige Anstellung bis zum Saisonende an. Ja, locker bleiben! Wir bei Chemnitz sind ja jetzt nicht so ausgestattet, dass wir langfristige Verträge machen können in dem Bereich, gerade auch mit einem Spieler, der so eine Quote mitbringt. Und es war für beide Situationen Win-Win. Also wir hoffen uns, dass Maxi quasi so performt, dass er dann auch hier bleibt und mit uns es schafft, die Liga zu halten. Am Ende des Tages hätte ich ein weiteres halbes Jahr nicht Fußball spielen können. Deswegen hätte ich 100% hätte ich mich weitergebildet. Zusätzlich mich natürlich ready gemacht, dass ich im Sommer auf jeden Fall wieder eine Option bin für den Markt. Aber für mich war es klar, dass es im Winter weitergeht. Und mit dem Denken, mit der Herangehensweise habe ich es am Ende des Tages auch gepackt, mental konstant auf einem Level zu sein und stark zu sein und einfach ready zu sein für jetzt. Heute steht Hans-Jürgen Gundelach wieder jedes Wochenende auf dem Fußballplatz als Zuschauer. Sein 17-jähriger Sohn Maximilian spielt in der Jugend von Werder Bremen, ebenfalls als Torwart. Also in jeder Beziehung muss ich sagen, Maximilian ist ein Torwart, der von der Qualität her viel besser jetzt ist, wie ich es früher in seinem Alter war. Die Perspektiven nach oben hin, die sind relativ klein, weil es gibt viele, viele Tore in Deutschland und leider Gottes ist es so, in einer Mannschaft kann immer nur einer spielen. Es kann leider Gottes nur ein Torwart spielen. Ich denke mal, es ist bei jedem so gewesen, der in jungen Jahren zu Werder gewechselt ist, ist dieser Kindestraum und dann merkt man jetzt auch, ja, ich spiele jetzt bei Werder, vielleicht wird das ja mal irgendwann was. Und klar, alle, die bei Werder spielen, haben das Ziel, Profifußballer zu werden. Nach den Jahren wird es dann auch einem bewusst, wie schwer es wirklich ist und wie hart es sein kann und wie viele es dann am Ende auch wirklich schaffen. Ist halt sehr, sehr wenig, aber man hat halt trotzdem diesen Traum. Heute muss ich teilweise mit 17 Jahren schon den Leistungsnachweis erbringen, dass ich da wirklich die Tendenz habe, Fußballprofi in dem oberen Bereich zu werden, weil Bundesligamannschaften auch ihre Zweitmannschaften abgemeldet haben. Und wenn ich den Sprung schaffen möchte, habe ich nicht mehr die Zeit, mit 19, 20, 21 zu zeigen, das könnte ich packen. Also mit 17, 18 muss da schon die Entscheidung auch im Verein fallen, führen wir diesen jungen Spieler dann irgendwann unserer ersten Mannschaft zu. Oder trennen wir uns von dem? Insofern, der Druck ist für diese Spieler sehr groß geworden. Aber man hatte auch damals noch so ein bisschen mehr Zeit, eine Berufsausbildung zu machen. Die Zahlen, die uns heute vorliegen, drücke ich es mal negativ aus. Jeder zweite Spieler keine berufliche Qualifikation hat und auch gerade nicht dabei ist, eine zu erwerben. Maximilian Gundelach ist auf ein Leben ohne Fußball vorbereitet. Berufsausbildung und Sport waren für den 18-Jährigen irgendwann nicht mehr zu vereinbaren. Inzwischen spielt er nicht mehr bei Werder Bremen. Aber den Traum von der Fußballkarriere hat Gundelach noch nicht aufgegeben. Bei Maxi ist es so, der hat gesagt, er empfindet das als ganz, ganz wichtig, seinen Beruf zu lernen. Wenn das als Profifußballer was wird, ist es okay. Und wenn das nichts wird, hat er wenigstens seine Ausbildung, mit der er auch seine Familie ernähren kann, sich ernähren kann und ein gutes Leben führen kann. Es gibt viele, viele Jugendliche in seinem Alter, auch in seiner Mannschaft, die leider Gottes keinen Plan B haben. Auch die Eltern
sehen das jetzt nicht zwingend notwendig, dass ein Kind im Fußballbereich einen Plan B haben muss. Die setzen alles auf eine Karte. Und die Kinder landen natürlich furchtbar hart auf dem Bauch, wenn das mit dem Fußballjob nichts wird. Warum sind die jetzt plötzlich so stark, die Frankfurter? Auf einmal wieder, die sind ja ganz schlecht gestartet. Oh, hast du das gesehen? Die wegtreten wollte, ne? Klar kann man jetzt nie wissen, was morgen passiert, ob da jetzt nochmal eine Entwicklung kommt. Persönlich sehe ich mich, ich könnte es durchaus in dem bezahlten Fußball schaffen. Wohin und bis wie weit kann man jetzt nicht sagen. Das kann man bei keinem sagen, das kann man jetzt auch nicht bei den größten Top-Talenten sagen. Am Ende kommt dann vielleicht noch mal was dazwischen, Verletzung oder es gibt immer irgendwelche Sachen, die dazwischen kommen. Wie gesagt, will ich mir das schon zutrauen, aber ich wäre auch genauso gut darauf vorbereitet, wenn ich es nicht schaffen würde. Ui. Oh nein. Oh, was eine Chance. Der war schwer. Der war echt schwer, der kam aus dem Rücken. Ich glaube, dass jeder, der irgendetwas erreichen möchte, und das fängt ja im Fußball auch an, das heißt, ich stelle mir im Sport schon gewisse Pläne auf. Diese Pläne sollte man sich dann auch irgendwo für den beruflichen Werdegang machen oder für sein weiteres Leben. Und man sollte sich so markante Punkte aufstellen, dass man sagt, wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt das und das nicht geschafft habe, dann bin ich gerade so auf diesem Turnaround-Point. Ich muss gucken, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr in die andere Richtung denke als nur noch im Fußball. Und dann ist es noch ganz wichtig, dass man vielleicht wirklich auch Leute um sich herum hat. Das ist wirklich so, die einen dabei unterstützen. Ich bin dann im Sommer aus Magdeburg weggegangen, nach Osnabrück. Und bin dann eigentlich in Osnabrück nie so richtig, kann man das nennen, so richtig glücklich geworden? Ja, kann man so nennen. Die Leute, das Umfeld in Osnabrück, gerade Vereinsführung, Trainer, die haben sich unfassbar bemüht um mich. Wirklich unfassbar. Es lag einfach wahrscheinlich nur an mir selbst. Diese Jahre zuvor in Magdeburg, das war mein Herzensverein. Und dann hatte ich bestimmt, es hat schon in Magdeburg begonnen, permanent Schmerzen, jedes Training, jedes Spiel, immer unterspritzen, immer Tabletten, permanent rattert es im Kopf, wie lange hält das Knie noch, warum tut es so weh, jedes Training, was ist das? Und das sind so Prozesse, die dich immer mehr dazu zum Überlegen bringen, boah, das, vielleicht kommt das Ende immer näher. Das sind so die Punkte. Zum einen war es ja mein Körper, der mich immer mehr hat darüber nachdenken lassen. Zum anderen war es irgendwo auch privat. Ich habe mich persönlich nicht mehr wohlgefühlt in dem, was ich tue. Egal, ob dir das noch wirklich Spaß macht, ob du wirklich noch dahinter stehst. Wenn du keine andere Perspektive hast, dann musst du halt, das hört sich so böse an, aber dann musst du weiter Fußball spielen, weil du weißt, der andere Schritt in die andere Richtung bedeutet wahrscheinlich erstmal einen Schritt in die Arbeitslosigkeit oder in einen Job, der sehr, sehr schlecht bezahlt ist und mit dem man dann noch viel, viel unglücklicher ist. Nicht aufgrund der Bezahlung, sondern weil es wahrscheinlich auch nicht gerade ein Job sein wird, der einen wirklich erfüllt. Heute ist Schiller zurück beim TSV Rudow, dem Verein, bei dem für ihn alles begann. Jetzt ist es einfach nur noch Spaß. Du kommst hierher, genießt das, bewegst dich. Und von daher, tschüss, Aschkin. Ja, man merkt das ja, es ist alles viel, viel lockerer, viel familiärer. Ich komme hier nur noch her und treffe hier Freunde, hab Spaß. Also ein viel, viel entspannteres Verhältnis. Es ist einfach nur noch mein Hobby. Natürlich musst du dir Gedanken machen, was kommt danach. Das habe ich ja automatisch dieses halbe Jahr gemacht. Du hast ein anderes Bewusstsein dafür. Ich arbeite so hart und so konstant an meiner Fitness, an meiner Gesundheit. Also warum sollte es nicht möglich sein, bis 37, 38 zu spielen? Klar muss man dafür aber auch eine Menge investieren. Also es kommt nicht von ungefähr. Und deswegen, es gibt keinen Tag bei mir, wo ich nicht irgendwas tue, um besser zu werden. Und deswegen ist das gerade erst für mich der Anfang.
Im Sommer steigt Chemnitz aus der dritten Liga ab. Österhellwig erhält keinen neuen Vertrag. Er spielt heute in der vierten Liga bei Carl Zeiss Jena.